Die Winzergenossenschaft von Buxy produziert Weine mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie zum Beispiel diesem Chardonnay. Der Wein zeigt ganz leichte Noten vom dezenten Holzfassausbau, viel Frucht und feinwürzige Noten. Er ist total ausgewogen, verfügt über eine beinahe cremige Textur und einen langen Nachhall. Wir bewerten ihn mit 85 von 100 Punkten. Die Winzergenossenschaft von Buxy wurde 1931 von 98 Winzern gegründet und umfasst inzwischen rund 120 Familienbetriebe. Der Anbau und die Ernte der Trauben unterliegen einer sehr strengen Überwachung und Kontrolle. Das Ziel der Genossenschaft ist es, burgundische Weine von Format mit einem Ausdruck des Terroirs zu produzieren. Im Keller wird nach neuesten Erkenntnissen modernster Technik gearbeitet, jedoch nie die Tradition vernachlässigt, was man diesem reinsortigen Chardonnay anmerkt. Im Glas haben wir ein sehr schönes Strohgelb. Im sehr schönen Bouquet haben wir Aromen von Ananas, Aprikosen, Apfel, Honigmelone, Quitte, ganz zarte Vanillenoten, Mandeln, Haselnuss und Lindenblüten. Am Gaumen zeigt der Wein einen schönen Schmelz. Er ist feinwürzig, mineralisch, sehr elegant, mit einer schönen Frucht, zeigt Finesse und einen langen Nachhall. Der Wein ist ein Gedicht zu roter Beete mit Ziegenfrischkäse, aber auch zu Meeresfrüchten. Dieser weiße Burgunder ist ein absoluter Preis-Leistungstipp, den wir mit 85 von 100 Punkten bewerten, beim Lagerpotenzial bis 2011. Das Burgunderglas aus der Vignasserie von Schotz Wiesel ist unsere Glasempfehlung hierzu. Ja.